Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. In dem Moment, in dem ich träume, verhindere ich den Kontakt mit dem Jetzt. Das heißt, ich kann jederzeit mit mir in Kontakt treten. Das ist aber dann nicht wie in der Frauenzeitschrift, dass ich dann lache und selbstbewusst bin oder was weiß ich, sondern vielleicht weine ich dann auch. Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist Rebecca Niazi-Shahabi. Die Autorin hat so wohltuende Bücher geschrieben wie, ein ziemlich robuster Titel, Ich bleib so scheiße, wie ich bin und Mir steht alles offen, ich find nur nicht die Tür. Ihre Botschaft ist Entlastung. Ihr Rat lautet, keinem Rat zu folgen, und sie hinterfragt und demontiert viele der modernen Parolen von Selbstoptimierung, Selbstakzeptierung und dem Druck, unheimlich individuell und mutig sein zu müssen. Wir sprechen über das Gute am Neid, über Sehnsucht als Lebensverhinderer und darüber, wie Träume unser Leben ruinieren können. Ich wünsche euch ein erkenntnisreiches Zuhören. Herzlich willkommen, wie schön, Rebecca, dass wir miteinander sprechen. Ich möchte schon jetzt gleich mal vorausschicken, dass ich mich schon jetzt so auf das Ende des Gesprächs freue. Ach, wirklich? Ja, weil ich schon jetzt weiß, dass es mir danach viel, viel besser gehen wird. Ach so, ah ja, ich bin ja so ein pädagogischer Typ. Ich empfinde dich überhaupt nicht als pädagogischen Typ, sondern du bist für mich wie so eine Entlastungskur. Deine Bücher, wenn ich die lese, wenn ich deine Stimme schon höre, habe ich gleich das Gefühl, ich bin gar nicht so verkehrt. Vielleicht bleibe ich einfach mal so, wie ich bin. Genau, das meine ich mit pädagogischer Typ. Also diese Entlastung kommt ja daher, dass ich sozusagen eine paradoxe Intervention mache. Also die paradoxe Intervention war ja mal eine ganz effektive Behandlung von Schwerstdepressiven. Übersetzt das bitte nochmal. Paradox ja, genau. Ist immer anders, als man denkt, offenbar. Also die funktioniert leider nur, wenn das Gegenüber das nicht weiß. Ja, und also ja, das ist blöd. Also jedenfalls Viktor Frankl hatte die dann angewandt, als er noch als Arzt gearbeitet hat in der Schweiz. Und zwar hatte er einen schwerstdepressiven Patienten und hatte selber das Gefühl, er ist am Ende und der hat auf gar nichts mehr los und so weiter. Und dann hat er das halt mal so ausprobiert und hat gesagt, ja, also hat ihn so untersucht und sagt, ja, mein Gott, sie sind aber auch irgendwie schwer erschöpft, also schwer krank. Und also bevor ich überhaupt mit der Therapie anfangen kann, ja, müssen sie 2 Wochen strengste Bettruhe. Ah, ja. Ja? Also das Essen muss ihnen gebracht werden. Sie dürfen nur aufstehen, wenn sie auf Klo gehen, weil sonst kann ich gar nicht anfangen. Ja? Man weiß ja, wie es endet. Also er kommt nach 2 Wochen wieder und der Patient entschuldigt sich, dass er es nicht geschafft hat und aufgestanden ist. Ah, ja. Und das ist eben die paradoxe Intervention, indem ich sozusagen das Gegenteil von dem, was ich vermute, was in dem anderen drin ist, also dieser Leistungsgedanke, indem ich den torpediere, kommt dieser Patient oder mein Gegenüber vielleicht mal an das ran, wozu er wirklich Lust hat. Jetzt musst du mir aber erklären, inwiefern deine Bücher und das, was du erreichen möchtest, ist das dann, willst du mich auf den Leim führen? Ja. Okay. Weil ich glaube, dass du das schon auch auf der bewussten Ebene ansprichst, den Abschied von dem Druck, den wir uns alle machen, der Selbstoptimierung, des Verlassens der Komfortzone. Oder ist es tatsächlich so, dass du mich aufforderst, bleib in deiner Komfortzone, damit ich rauskomme?
Natürlich, aber es ist so, dass die meisten Leute sagen doch, ach, wenn ich jetzt wirklich nur mache, was, wozu ich Lust habe und wenn ich mich so gehen lasse und so weiter, dann sehen die sich ja auf dem Sofa liegen, Fernsehserien schauen und Chips essen. Das ist ja diese tiefsitzende Angst. Also wenn ich wirklich mal auf mich höre, was ich wirklich möchte und wozu ich Lust habe, dann verkomme ich. Also das höre ich immer wieder. Man ist irgendwie von diesem Leistungsgedanken so durchdrungen, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man von selbst eigentlich so eine Energie da ist, dass man sagt, ich habe Lust auf dieses und jenes und so weiter. Das ist so verschüttet, dass man erstmal sagen muss, du musst hier gar nichts machen. Du kannst hier auf dem Sofa, das ist nicht verboten. Aber weißt du, lustigerweise erreicht mich die Botschaft unmittelbar, weil meine Angst wäre nicht zu verkommen, sondern zu explodieren vor lauter, ach, ich muss noch das und das. Und du schreibst ja eben auch, sprichst auch über die vielen Möglichkeiten, die alle genutzt werden wollen, die Komfortzone, die ständig verlassen werden will. Das ist meine Vorstellung eigentlich des Verkommens, nämlich des Verkommens in zu viel Aktivität, in zu viel Wollen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich Verkommen. Wenn man das jetzt so tiefer anschaut, richtig mal erforscht, dann müsste man sagen, ich mache mein Leben zur Funktion. Meine ganze Kraft, mein Wollen, mein seelisches Verlangen, meine Sehnsüchte mache ich zur Funktion. Wenn ich sozusagen sage, ja, ich möchte dies oder jenes oder das muss man doch auch erreichen oder um voll und ganz zu leben, muss man doch irgendwie ein Musikinstrument lernen, da muss man doch eine Reise machen, da muss man da. Das heißt, es geht gar nicht darum, was man tut oder was man lässt, sondern aus welchem Impuls man das tut. Lasse ich das Leben in mir sozusagen entstehen und schaue, was da passiert? Oder sage ich so, ja, ich mache eine Reise, damit ich ein erfülltes Leben habe. Und dieses zur Funktion machen, das schneidet einem eben davon ab. Und das ist so verrückt. Also man könnte von außen eine Person sehen, die das Gleiche macht und die eine fühlt sich lebendig und ist wirklich am Leben. Und die andere hat eben so ein Programm im Kopf, was sie meint. Das ist so, wie man vielleicht manche Dinge nur tut, damit man sie dann auf Social Media posten kann. Das wäre die Funktion auch, von der du sprichst, dass es nicht ein ureigenes Bedürfnis ist, sondern letztlich aufgepfropft. Das ist aber natürlich ganz schwer zu unterscheiden, oder? Wie kommt man sich denn auf die Schliche, gerade angesichts dieses Bedrängens von tu dies, tu das, entfalte dich. Ich habe gestern, hat mich wieder so nervös gemacht, habe ich gelesen, eine Frau, die eigentlich eine alte Dame, die praktisch Pflegefall werden sollte, hat stattdessen ein Wohnmobil ausgebaut und ist um die Welt gefahren. Habe ich mich gleich so schlecht gefühlt. Ich habe kein Wohnmobil, bin jetzt auch noch kein Pflegefall. Und ich habe den Eindruck, dass die innere Stimme so dass man der erstmal überhaupt sowieso nicht selber trauen kann, weil sie den anderen Aufforderungen ständig auf den Leim geht und so nervös ist, meine zumindest. Das stimmt. Also ich weiß, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, also was du da beschreibst oder ist ja so, also all diese Ratschläge verstopfen unsere Kanäle. Frauenzeitschriften, Social Media und Filme, der hat das gemacht und ist dann glücklich geworden und der hat dies und den Job aufgegeben, ist ausgewandert und so weiter. Und das verstopft unsere Kanäle, weil wie kommt man da raus? Das Problem ist, dass wenn man erstmal da drin ist, kommt man da nicht raus. Also wenn ich sage, ich möchte gelassener werden, um endlich an meine Wünsche zu kommen und dann wirklich zu leben, mache ich das wieder zur Funktion. Das ist das Verrückte. Was genau meinst du mit Funktion? Also etwas, was letztlich außerhalb von mir liegt. Es geht ja darum, einen Kontakt zu sich zu haben, wirklich in Kontakt zu kommen und zu schauen, was da los ist. Und da ist erstmal gar nichts los. Da ist Angst, Trauer und so weiter. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie ein tolleres Leben leben, ich möchte verreisen, damit ich glücklich bin und ich möchte dies machen, um irgendwie mich besser zu fühlen, dann mache ich das alles zur Funktion. Ich habe eine Idee und will damit etwas erreichen. Und das Gegenteil ist sozusagen etwas entstehen lassen. Ja, ja. Was man ja eigentlich will, ist, dass man mit sich in Kontakt tritt und sagt, das Leben in mir lebendiger werden zu lassen. Und sich selbst auf die Schliche kommen, also das herauszuschälen, was man ist,
was man will, was man nicht will und womit man sich auch manchmal wirklich schlecht fühlt und nicht gut fühlen muss, nur weil es die Ratgeberliteratur erwartet. Ja, vor allen Dingen ist es eher eine Vorstellung, dass ich mich gut zu fühlen habe. Und dann muss ich die erreichen. Und dann bin ich so von mir entfernt. Und wenn man halt eine paradoxe Intervention macht, indem ich sozusagen das Gegenteil sage, entsteht so eine Irritation und dann entsteht so ein Freiraum, wo man vielleicht kurz mal einen ganz kurzen Blick so auf sich hat. Und sagt so, naja, also wenn man sagt, du musst gar nichts machen. Also so gar nichts, aber schwimmen kann ich doch schon gehen. Ja, dann sagt man, ja, geh schwimmen. Ja. Du hast geschrieben, könnten unsere Schwächen und Verpflichtungen nicht sogar uns von vielen Entscheidungsqualen erlösen? Und sprichst zum Thema Flugangst. Ich habe ja große Flugangst und du schreibst, könnte uns auch zwingen, nur zu reisen, wenn man es wirklich will oder muss oder eben dann auch vermehrt nicht zu reisen. Das ist toll. Existenzängste machen einen zuverlässig als andere. Also dass selbst das, was wir oder was gemeinhin als Belastung und Einschränkung empfunden wird, wir lernen, anders zu bewerten und neu zu sehen. Vielleicht nicht gerade als Bereicherung, aber doch als zugehörig zum Leben. Oder wie ist das gemeint? Also nicht lernen, gleich machen. Oder eben nicht machen. Es ist kein Programm. Also sobald ich einen Ratschlag gebe, verstopfe ich auch schon die Kanäle zu sich selbst. Ja. Ja? Also es wäre irgendwie ganz toll, wenn man sich selbst anschauen würde und sagen würde, ja, ich bin ein ängstlicher Mensch. Ja. So, was ist dabei? Und das Verrückte ist ja, dass man in dem Moment, wenn man sagt, ja, das kann auch so bleiben, dass dann von selbst kommt, aber ich würde mich gern das und das mehr trauen, das probiere ich jetzt aus. Das mache ich jetzt mal. Aber sobald jemand anders da kommt und sagt, ja, trau dich doch mal was und dann so und dann wächst du über dich hinaus, in dem Moment ist es eben ein Konzept. Also ich wiederhole mich, aber ich glaube, es ist für manche extrem schwer zu verstehen. Du schreibst, der andere Weg ist schon längst zur alles dominierenden Norm geworden. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich auch so wahnsinnig anstrengend, ne? Dass man nicht so sein will wie die meisten oder wie alle. Diese absurde Angst, mittelmäßig zu sein, die ich übrigens nicht habe. Ich bin immer ganz beruhigt, wenn ich mich im Mittelmaß wiederfinde, weil da sind so viele. Und dafür, ich fühle mich da geborgen. Ja, ich fühle mich absolut in Durchschnittlichkeit, Mittelmäßigkeit. Wenn ich zum Arzt gehe und der sagt, um Gottes Willen, Die Krankheit hat niemand außer Ihnen. Das ist doch ein Individualismus, den ich auf keinen Fall möchte. Ich möchte tatsächlich gar nicht so herausragen, weil dann ist man, finde ich, ich empfinde es eher als Einsamkeit. Und trotzdem ist es ja, wie du beschreibst, der andere Weg schon fast irgendwie auch wieder so eine Forderung, dass man den unbedingt finden muss. Keine Ahnung warum. Ja, also was steckt so dahinter, ne, hinter diesem anderen Weg? Ich glaube, es ist eine ganz starke Sehnsucht, sich wirklich lebendig zu fühlen. Das steckt dahinter, hinter dieser Sehnsucht. Dass man sagt, was soll ich machen, was soll ich machen? Soll ich vielleicht irgendwie was ganz Neues anfangen? Soll ich so, soll ich den anderen Weg gehen? Soll ich irgendwie? Und das ist die Sehnsucht, sich lebendig zu fühlen. Und die Sehnsucht ist ein sehr starkes Gefühl, ist aber eigentlich ein Lebensverhinderer. Ach, wieso? Also Sehnsucht stellt irgendwas außerhalb meiner Reichweite. Mhm. Also das stellt es erst überhaupt dahin und dann sehne ich mich danach. Du hast völlig recht. Also das heißt, sobald ich Sehnsucht habe, verhindere ich mein Leben. Oh Gott, wie schrecklich, ja. Weil das Leben ist gar nicht so theatralisch. Ich glaube, was du gesagt hast mit diesem, du willst gar nicht so Mittelmaß sein, das kann man ja gar nicht, weil man ja eine spezielle Person ist. Sondern man möchte nicht exaltiert sein. Man spürt, wenn man sagt so, ja, ich will, dass das zwar irgendwie sich intensiv anfühlt, es aber gar nicht ist, weil das Leben ist ja auch nicht hysterisch. Jedenfalls nicht die ganze Zeit. Ja, es ist nicht hysterisch, es ist manchmal leise auch. Weißt du, dass man denkt, ach, heute, das ist aber ein schöner Tag. Und es ist so oft alltäglich, das Leben. Also, du, noch mal ganz kurz zur Sehnsucht. Taugt die Sehnsucht noch nicht mal als Wegweiser? Ich weiß es nicht. Also die Sehnsucht entsteht in dem Moment, wo ich unbewusst etwas außerhalb meiner Reichweite gestellt habe,
Erst dann kann ich mich danach sehnen. Aber ich selbst habe es außerhalb gestellt. Das ist so wie die Romantik, so dass man sagt, man macht die Liebe unmöglich, damit man sich romantisch fühlen kann. Weil die echte Liebe wäre ja ganz blöd. Ja, die echte Liebe kennt man ja schon. Der echte Partner ist ja auch, was soll denn an dem sein? Also ist der was Besonderes für einen selbst? Ja, aber so, also ich weiß nicht. Und diese Romantik ist ja, dass man sagt, ich mache das Zusammenkommen unmöglich und dann bin ich in der romantischen Liebe. Und das ist die Sehnsucht. Also würde ich jetzt den meisten unterstellen, ja. Also um es kurz zu machen, man selbst zu sein und sich lebendig zu fühlen, ist jedem sofort möglich. Jedem. In diesem Moment. Es sei denn, man bildet sich ein, man bräuchte dafür ein Wohnmobil oder einen anderen Wohnsitz oder einen Liebhaber oder... Genau, dass man sagt, so, wenn ich jetzt das Wohnmobil habe und dann durch die Welt fahre, dann vibriere ich vor Lebenslust und so weiter. Und denke, ja, das kannst du ja jetzt schon machen. Mach's doch jetzt. Also das glaube ich immer. Es ist jedem sofort möglich, mit sich in Kontakt zu treten. Und um jetzt ganz ehrlich zu sein, das beschreibe ich in meinen Büchern nicht, weil das nicht pädagogisch wäre. Die Leute machen das deswegen nicht, weil es ihnen so unangenehm ist. Ja? Also wenn sie mit sich in Kontakt treten, ist es ihnen nämlich nicht angenehm. Ja? Dann fühlen sie sich nämlich nicht toll. Ja. Und deswegen vermeiden sie es. Und deswegen entsteht die Sehnsucht, dass man sagt, ah, wenn ich jetzt eine tolle Reise machen würde, dann würde ich mich toll fühlen an der Côte d'Azur. Und da wäre schade, dass es jetzt nicht geht irgendwie. Ja. Ja? Ich bin wohl zu ängstlich oder meinen Job hinzuschmeißen. Dann denkt man, also erstmal bist du nicht zu ängstlich, deinen Job hinzuschmeißen. Man kann noch froh sein, dass irgendjemand in dir drin bei Verstand ist und nicht alles hinschmeißt. Es wird ja auf die Reise geschoben, dieses Angenehme, weil in dem Moment, wo ich irgendwo sitze und mich fühle, merke ich, dass ich mich nicht gut fühle. Ja, und was mache ich dann? Weil dann ist es nämlich nichts mit feuriger Lebendigkeit in dem Moment, wo ich weg von der Sehnsucht und hin zum Jetzt gehe und feststelle, sitze hier in meinem grauen Alltag, wo ist denn das Feuerwerk, wo ist das Wohlfühlen? Ja, wo ist das schöne Leben? Wo ist das schöne Leben? Und schwupps bin ich wieder bei, keine Ahnung, Kreuzfahrt oder Schönheits-OP. Ja, aber ich meine, das frage ich dich. Also stell dir vor, du sitzt ja zu Hause ja, auf dem Sofa und fühlst dich nicht gut. Ja, was machst du? Also manchmal gebe ich mich dem total hin und mach gar nichts, sondern tu mir leid. Ja, ach, herrlich, finde ich gut. Und was noch? Das finde ich gut. Ja, und das kommt darauf an, ob ich noch in der Lage bin, aktiv zu werden. Dann würde ich versuchen, etwas dagegen zu tun, gegen das Unwohlgefühl. Wirklich? Ja, oder ich mache einen Fernseher an oder ich lenke mich ab. Okay, also Fernseher anmachen ist super und ablenken und so weiter, weil das ist total erlaubt. Ne? Ach Gott sei Aber, Dank. Ja, ich hätte so vermutet, du machst das, was ich mache. Ich rufe jemanden an und sage, stell dir vor, wie ich mich heute fühle. Ja. Also, dass man sagt so, ich fühle mich und dann beschreibt man das und dann sagt man so, ich fühle mich so und so und so und so und irgendwie so traurig oder einsam. Ich habe das Gefühl, das Leben geht vorbei und ich mache nichts draus. Und dann sagt der andere, ich fühle mich auch so. Ja? Ja? Und sagt so, ja, das ist es. Also dann tritt man ja mit sich in Kontakt. Also ich meine, wenn man jemanden anruft und sagt so, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich fühle mich so lustlos, dann sagt man, ja, das ist schrecklich, ich fühle mich jetzt auch immer so lustlos und so. Und dann sagt man, ja, und was geht dir da durch den Kopf? Dann denke ich so, ja, ich schaue meine Füße an und denke, die sind so hässlich. Ach, echt? Und so weiter. Ich habe auch so hässliche Füße. Was weiß ich? Ich habe keine Ahnung. Also wenn ich so einen Anruf bekomme ja. Und jemand sagt, es geht mir schlecht, ich fühle mich bin irgendwie ausgebrannt oder so, dann würde ich wahrscheinlich genau das tun, was man nicht tun sollte. Ich würde Ratschläge geben. Von ganz banal, geh mal joggen, bis hin, komm vorbei, ich nehme dich in den Arm. Das ist doch ein toller Ratschlag. Das ist ein Angebot, das ist kein Ratschlag, das ist ein Angebot. Ich nehme dich in den Arm, ist Kontakt. Also ja. Im Grunde genommen, also ich wiederhole mich immer wieder, es geht ja darum, mit sich in Kontakt zu treten. Also das Leben lebendiger werden zu lassen, nicht es zu lösen, nicht daraus ein Programm zu machen, was man so und so zu durchlaufen hat. Man tritt mit sich in Kontakt und wenn ich mit mir in Kontakt bin, muss ich doch auf mein Leben vertrauen, dass in mir eine Idee entsteht, was zu tun ist. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also man muss darauf vertrauen, dass das Leben sozusagen die Lösung selbst findet. Du, aber das Leben beinhaltet doch auch
Bildung, Wachstum, Lesen, schauen, was andere machen. Ist das nicht ein völlig richtiger und selbstverständlicher Teil auch des Sich-Selber-Findens? Ja, weil wenn man sich dazu überreden muss, nicht. Die Pflanzen wachsen ja auch von alleine. Katzen und Hunde spielen auch jagen. Also das muss man die ja auch nicht dazu prügeln. Ja, also wer diese Frage stellt, sollte sich eine andere Frage stellen. Warum vertraut er nicht auf das Leben? Ja, also ich bin ja das lebendig. Heißt einfach warten und nichts machen. Bleib so, wie du bist und dann veränderst du dich von ganz alleine. Ja, natürlich. Man muss ja vertrauen, dass wenn ich mit mir in Kontakt trete, dass irgendwas in mir lebendig werden will. Das ist doch kein Programm, wo man irgendwie so irgendwas zu erfüllen hat. Dass man sagt so, ich muss halt jetzt Musikinstrument lernen, weil jeder Mensch, der auf die Welt kommt, ein Musikinstrument lernt. Das ist doch absurd. Doch, so ist das aber. Ganz genau so ist das. Und deswegen bin ich auch untröstlich, dass meine beiden Söhne aufgehört haben, Klavier zu spielen. Hoffentlich hören sie nie diesen Podcast und denken, siehst du, alles richtig gemacht. Doch, das ist richtig. Das ist richtig. Weil das ist richtig. Das ist richtig. Aber sind wir nicht auch dazu da, als Eltern, aber auch als praktisch Mütter unserer selbst, unsere verborgenen Talente zu entdecken, zu fördern, uns eben immer auch mal wieder aufzurütteln und zu sagen, bleib nicht so, wie du bist, sondern entwickel dich weiter, wachse, reife. Ja, aber wenn ich mich dazu überreden muss, was soll das? Ich verstehe das nicht. Also ich würde versuchen, Leute mit sich in Kontakt zu bringen. Mhm. Und dann geht es von selbst. So, und jeder, der was anderes versucht, misstraut dem Leben. Also ich kann sagen, okay, ich gehe zur Arbeit und ich habe keine Lust. Ja, gut. Ist nicht verboten. Mhm. Und wenn ich in Kontakt bin, dann entsteht hoffentlich in mir irgendwann eine Idee oder ein Sinn für die Gelegenheit, wo ich sage so, und das, jetzt höre ich auf mit dem Job, weil das will ich wirklich machen. Ja. Und aber einfach für das, weil ich bewusst mit mir in Kontakt bin, mit meiner Unlust, und plötzlich kommt jemand und sagt, du, ich wollte so eine Firma aufmachen. Sag mal, hast du nicht, ja, Mensch, toll. Weißt du, so. Also dieses Misstrauen gegen die eigene Lebenskraft, die finde ich wirklich ungeheuerlich. Ja, ja. Die ist so weit verbreitet, es ist wirklich unglaublich. Total. Und jetzt weiß ich, dass ich mich auch wiederhole und ich weiß auch, dass du keine Tipps geben willst. Und trotzdem frage ich immer wieder, wie komme ich zurück zu dieser ureigenen Lebenskraft? Also das kann man jederzeit, kann jeder jederzeit tun, indem er sich fühlt. Und dann kommen natürlich irgendwie Ängste oder Unwohlsein oder Irritationen. Aber so fühle ich mich, die will ich nicht wegmachen. So fühle ich mich, so fühle ich mich. Und ich befürchte, dass es Menschen gibt, die dann etwas in sich fühlen, was sie nicht aushalten. Also, dass man sich so stark ungeliebt fühlt zum Beispiel. Also ganz stark ungeliebt oder starke Ängste hat und so weiter. Und das ist nicht auszuhalten. Also das ist dann im ganzen Körper drin. Habe ich schon öfters erlebt. Also dass Leute dann, sobald sie dann auch nur ein bisschen dran tippen, weinen müssen, bis sie keine Luft mehr bekommen. Ja? Und jeder weiß das. Jeder weiß es auch im Grunde genommen. Und dann denke ich, wir brauchen kein Programm, wie wir uns selbst verbessern. Wir brauchen Kontakt. Wir brauchen jemanden, der uns in den Arm nimmt. Wir brauchen jemanden, der uns zuhört. Wir müssen uns anvertrauen. Wir müssen erzählen und so weiter. Das müssen wir. Ja. So wie du das schilderst, kann dieser Kontakt ja fast schon auch eine Gefahr sein. Deswegen vermeiden ihn die Leute ja. Ja, aber vielleicht zu Recht. Weil das klingt so gruselig, auf was man da womöglich stößt, wenn man Kontakt zu sich selber aufnimmt. Ja, also es hat einen Sinn, dass wir uns schützen, weil es so schrecklich oder bedrohlich oder so unglücklich. Also ich meine, wenn man nicht geliebt wird, hat das Leben ja keinen Sinn. Und in diesen Abgrund schaut man. Ich habe einen wunderbaren Satz gelesen von der amerikanischen Autorin Cheryl Strayed. Don't let your dreams ruin your life. Also lass nicht deine Träume dein Leben ruinieren. Und das hat mich total angesprochen, weil ich glaube, das hängt auch so ein bisschen zusammen mit dem, was du eben als Sehnsucht bezeichnet hast. Ja. Dass ich den Eindruck habe, ich hänge so oft meinen Träumen, meinen Sehnsüchten nach, dass ich einerseits ganz undankbar werde meinem Leben gegenüber, was ich habe, und vielleicht auch nicht mehr so genau in mich reinspüre, sind das wirklich meine Träume, sondern sozusagen nach meinem ganz persönlichen, meine persönliche Erfüllung gar nicht mehr finde, weil sie so überlagert werden durch meine Träume. Ja, es ist so, es ist nicht überlagert, sondern in dem Moment, in dem ich träume,
verhindere ich den Kontakt mit dem Jetzt. Das ist so verrückt. Und das heißt, ich kann jederzeit mit mir in Kontakt treten. Das ist aber dann nicht wie in der Frauenzeitschrift, dass ich dann lache und selbstbewusst bin oder was weiß ich, sondern vielleicht weine ich dann auch. Träume werden nie wahr, das kann man, glaube ich, so sagen, ne? Ja, das kann man sagen. Aber man kann natürlich hoffen, dass, wenn ich in Kontakt bin, dass das Leben mich leitet, was in mir lebendig werden will. Und es ist ja immer so toll, wenn man das an anderen sieht. Also es geht nicht darum, dass man das den anderen nachmacht, aber wenn man es an anderen sieht, wie toll das ist. Also ich finde alles, was möglich ist in dieser Welt, was Leuten möglich ist, das finde ich toll. Ja, nicht nachmachen, selber in sich hineinschauen. Jeder Tipp macht eine Entscheidung noch schwieriger, als sie schon ist, schreibst du. Tipps sind im Grunde Ablenkungsmanöver. Ja, also durch einen Tipp hoffe ich, befreit zu werden von dem Gefühl, was in mir drin ist. Ich meine, das habe ich alles nicht erfunden, sondern das habe ich bemerkt durch Selbstbeobachtung, weil ich habe so früher auch ganz viele Tipps. Ich habe gesagt, was soll ich studieren? Was soll ich machen? Wie soll ich mich schminken, damit ich einen Freund finde und so weiter. Also es war Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, was ich wissen wollte. Und irgendwann habe ich mir das mal angeschaut. Also das war eigentlich so nach so einem seelischen Zusammenbruch. Und da habe ich das so ganz genau gesehen. Das so, ich will fliehen vor diesem Gefühl. Und das ist so erstaunlich, weil ich habe dann irgendwann sozusagen das wie so ein Trick, indem ich Leuten so erzählt habe, wie schrecklich ich mich fühle. Und plötzlich haben die Leute sich mir halt so geöffnet und irgendwie, und dann habe ich gemerkt, das kann man aushalten. Also vor allen Dingen zu zweit oder zu dritt. Ja. Also das geht. Und die Erfahrung auszuhalten ist ja dann auch eine, die einen am Leben erhält und die auch gut ist. Ja, der Sinn des Lebens ist ja nicht ein Projekt, sondern der Sinn ist, mich zu erkennen. Also würde ich jetzt so sagen, ich meine, vielleicht sehen das andere Leute anders, aber mich zu erkennen, das ist ja der Sinn. Ich habe den besten Tipp, ich nenne es jetzt trotzdem mal so, den ich bekommen habe, war tatsächlich der Tipp, mich zu befreien und in Kontakt mit mir zu treten. Das war, als ich mit einer etwas älteren Journalistenkollegin, Petra Oelker, wir waren essen und ich war ganz am Anfang meiner Karriere. Ich glaube, ich hatte gerade, weiß nicht, beim Stern angefangen oder war auf der Journalistenschule und hatte immer gedacht, ich muss so eine ganz ernstzunehmende politische Journalistin werden, nach Washington gehen und wie man sich das halt so denkt, wenn man auf dieser renommierten Schule ist. Und sie eigentlich gar nicht fragte, was willst du denn, sondern sie mir sagte, guck doch mal, was du eigentlich willst und ob das, was du zu wollen glaubst, wirklich das ist, was deinem Inneren entspricht. Und das war so wahnsinnig hilfreich. Und daraufhin habe ich einen Indianerroman geschrieben, der nie veröffentlicht worden ist, ist auch ganz egal. Aber ich war so bei mir und das war genau das, was mich erfüllt hat und das, was ich wollte, wie gesagt, völlig erfolglos und eben dadurch auch funktionslos. Vielleicht ist es das, was du meinst. Und das hat mich aber insofern weitergebracht, als ich so nah im Kontakt zu mir war. Und das ist tatsächlich so, je älter ich werde, desto mehr, wenn ich zum Beispiel einen Brief schreibe oder anfange überhaupt irgendwas zu schreiben, eine Geschichte, ich nicht mehr ins Außen gehe, sondern immer ins Innen. Und der Weg etwas weniger holprig ist mittlerweile. Also ich bin etwas näher an mir als noch vor 2 Jahren, vor 20 Jahren. Ja, ne? Das finde ich auch. Es geht so weiter, ja? Also es ist so der Trostpreis fürs Alter. Ja? Trostpreis klingt so negativ, weil es klingt wie kein Preis. Ich empfinde es wie eine Art Hauptgewinn. Für mich ist es so ein Trost, dass ich denke, okay, man wird so älter und so, aber dafür kümmert einen immer weniger, was andere Leute denken oder was man glaubt, was sie von einem wollen und dass man sozusagen sich so konzentrieren kann. Aber ich bin ja erstaunt, dass du gleich den Indianerroman schreiben konntest. Ich meine, das ist ja toll. Was so in mir schlummerte und ich habe das immer geliebt, schon als Kind habe ich mich mit deren Kultur beschäftigt und da habe ich mich letztlich vielleicht nicht auf meine Sehnsüchte besonnen, aber auf meine Wurzeln. Das ist, finde ich, ein großer Unterschied, oder? Also ich habe nicht in die Ferne geschaut, sondern in die Nähe. Das Tolle ist eben, dass es irgendwie du geschafft hast, von diesem Bild
wer du sein wolltest, Abstand zu nehmen und sagen, das mache ich. Also bei mir ist das ja so, für mir fällt sofort ein, dass ich wollte ja immer so eine ganz tolle Frau sein. Ja. Und dann habe ich immer so gedacht, ich bin ja so ein ganz alberner Typ eigentlich, ja, und auch so ein hektischer Typ und so weiter. Und da habe ich gedacht, das gefällt den Männern nicht, ja. Und ich muss so ganz elegant irgendwie sein, ja. Ja. Und dann ist mir das aber gar nicht gelungen. Ja, also ich dachte immer so, ich will doch keine Ullknudel sein und so. Oh, und dann, und jetzt ist aber, dann denke ich, aber das kommt ja aus mir heraus. Also natürlich bin ich nicht nur so, aber wenn man jünger ist, denkt man so, ach, ich möchte so wie Catherine Deneuve. Wer wollte ich? Oh, ja. Kennt auch keiner mehr. Hätte ich auch nichts gegen. Ja, ja, ja. Genau, und dann, das fand ich so toll und so. Und jetzt ist man natürlich älter und dann findet man Leute toll und kann das aber so stehen lassen, sagen, das finde ich toll an dem, das finde ich toll an dir. Und man bezieht das gar nicht mehr auf sich, sondern man lässt es so stehen. Und das ist ja auch so eine Erleichterung, dass man nicht immer alles so nach Vorbildern und so, ja, die Dicke da, die ist zufrieden mit sich, ich auch, die Dünne da und die ist so und der ist cool und der ist schlau und die ist so. Und halt, ich lasse das so stehen und ich meine, ich bin über 50, wer interessiert sich noch für mich? Ja, was ich so, und das ist aber ganz toll eigentlich. Ja, also da würde ich jetzt natürlich vehement widersprechen. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto interessanter ist das, was ich zu sagen habe und desto mehr sollten sich für mich interessieren, deswegen unter anderem dieser Podcast. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber du musst nicht, weißt du? Du musst nicht, das ist wobei, ja das Tolle. Ja, ich bin so erleuchtet, wie das jetzt klingt, bin ich auch nicht. Also zum Beispiel dieses Thema Neid, das plagt mich schon manchmal und ich musste so lachen. Ich hoffe, ich finde es jetzt, als ich einen Satz von dir aus deinem Buch las, nichts verwirrt einen so sehr wie die Einsicht, dass andere mit etwas glücklich sind, was man selber gar nicht will. Das ist es schrecklich. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil ich manchmal, das hat auch, finde ich, mit Neid zu tun, dass ich merke, ich beneide etwas und mich dann frage, will ich das denn? Nee, ich will es ja gar nicht und beneide es trotzdem. Also da arbeite ich noch sehr am Kontakt zu mir und an mehr Gelassenheit und so. Aber Gelassenheit ist ein Konzept. Bleib neidisch. Bleib neidisch, okay. Ja, genau, weil Gelassenheit ist ein Konzept. Also für mich ist es so, ich bin immer so neidisch, wenn Leute, also ganz absurde Situationen. Also zum Beispiel bin ich irgendwie in Berlin im Sommer an so einem Fluss, Panke heißt der, entlang gefahren und da waren da so Leute und die haben da so gegrillt und so Würstchen gegessen und so Bier so nachmittags und die sind dann immer so, mit dem Würstchen in der Hand in diese Panke gesprungen. Ja, und dann, dieses Bild, dann denke ich so, ich war so neidisch auf diese Urschule. Ich bin schon neidisch, wie du es nur erzählst. Ich bin schon grün von Neid. Oh, ja, da möchte ich auch gerne dabei sein. Ja, dachte ich so, die machen sich das Leben leicht. Ja. Und denken sich nichts dabei und springen ins Wasser. Und dann dieses komische, dieses Unbeschwerte irgendwie, oder so kam mir das vor. Der Neid ist ja echt. Und was ich an denen sehe, ist, dass denen ist irgendwas Lebendiges möglich. Denen ist es möglich, die schaffen das gerade in dem Moment. Die schaffen das. Oder wenn ich zum Beispiel Liebespaare sehe, die so frisch Verliebte, Gott und so, und die sehen nichts und knutschen und so, das ist schlimm, ist das manchmal. Und dann denke ich, mein Gott, und jetzt inzwischen, denen ist das jetzt gerade möglich. Ja, das schon, weil mein großer Neid gilt denen, die kleine Kinder haben. Dann bin ich, weil ich diese Lebensphase so wahnsinnig genossen habe und meine jetzt groß werden und mir der Abschied so schwer fällt. Und dann beneide ich die und empfinde das aber selber als vergiftendes Gefühl. Weil du sagst, bleib neidisch. Das ist so ein, ich möchte innerlich sauberer sein. Und warum? Weil es mich quält, weil ich den Neid... Also er quält dich, weil du ihn nicht haben willst. Das ist es. Es ist diese paradoxe Intervention. Er quält dich, weil du ihn nicht haben willst. Ja. Wenn du ihn einfach hast, quält er dich nicht. Weil ich ihn ablehne. Ich möchte keine neidische Person sein. Deswegen quält es dich. Aber nicht, weil du neidisch bist. Weil neidisch sein ist nicht verboten. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das sei verboten. Das tut mir zum Beispiel sehr gut, dass du jetzt sagst, neidisch sein ist nicht verboten. Überhaupt nicht. In dem Moment, wo ich
das zulasse, bin ich lebendig. Das ist das Verrückte daran. Okay, ja, ja. Ja, dann bin ich lebendig. Ja, es ist also Neid, das Gefühl von Neid ist auch ein lebendiges Gefühl, was ich haben darf. Ein sehr lebendiges Gefühl. Aber wo du ja wirklich eine Grenze ziehst, wenn es um die Würde geht, darüber würde ich noch mal gerne einmal sprechen. Jeder Mensch ist, weil er ein Mensch ist, verpflichtet, seine Würde zu leben, schreibst du. Und ja, also es ist würdelos, wenn ich etwas tun muss, was mir widerstrebt. Das ist würdelos. Also wenn ich etwas tue, wo ich in diesem Moment, wie ich jetzt bin und was ich weiß und was ich kann, halte ich bestimmte Sachen für richtig. Das kann morgen schon anders sein. Und wenn ich in diesem Moment ich von außen gezwungen werde, irgendwas anderes zu tun, entgegen das, was in mir lebendig werden will, ist das würdelos. Es geht aber um Verleugnung. Also wenn, und es geht um Erniedrigung. Ja, also Verleugnung, wenn ich mich verleugnen muss, ist das eine Erniedrigung. Also es könnte ja jemand sagen, du musst jetzt hier arbeiten und ich werde gezwungen. Und dann, wenn ich wenigstens sagen darf, dass ich mich gezwungen fühle, dann ist es nicht ganz so würdelos, wie wenn ich so tun muss, als macht mir das Spaß. Weil das ist eine Verleugnung meiner inneren Bewegung sozusagen. Und das ist würdelos. Es ist sehr würdelos. Da bist du auch streng und das hat mich auch zum Nachdenken gebracht, weil du eben schreibst, die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, aber auch die eigene. Also man darf sich auch selbst nicht entwürdigen. Und es reicht nicht zu sagen, na, ich fühle mich ja nicht entwürdigt, das reicht nicht. Also manchmal braucht man ja auch, muss die eigene Würde auch geschützt werden, womöglich vor sich selbst. Also man fühlt es ja. Man fühlt ja die Entfremdung. Ich möchte noch etwas, was mich interessiert hat. Du schreibst, das Tolle ist, der Anschein genügt. Und dann sprichst du über Faschingspartys. Und ich bin ja jemand, ich liebe es, mich zu verkleiden. Ja, echt? Ja, ich liebe es total, mich zu verkleiden. Ich mag auch gerne, mich jetzt nicht nur irgendwie schön zu verkleiden, sondern auch hässlich ist gleich so wertend. Und ich meine es noch nicht mal so. Aber weißt du, ich bin dann, diese Entlastung, ein anderer zu sein, und das habe ich immer, bis ich deine Sätze lag, immer als ein bisschen peinlich empfunden, weil ich dachte, aha, du willst also eigentlich nicht du selbst sein. Ist ja auch peinlich, dass du nicht mit Perücke besser fühlst als mit deinen eigenen Haaren. Und in Hamburg ist das doch besonders schwer, ne? Man feiert doch gar keinen Fasching, oder? Ja, ist schlimm. Erstens heißt es nicht Fasching, sondern Karneval. Ich komme ja aus dem Rheinland. Ach so. Und das fehlt mir auch. Deswegen mache ich das auch in jedem Bühnenprogramm, das ich mache, verkleide ich mich mindestens 5-mal und bin dann so viel selbstbewusster, ehrlich gesagt auch. Und auf der einen Seite genieße ich das. Du musst mich mal einladen. Ich lade dich gerne ein. Gerne. Und dann wirst du sehen, wie eine Verwandlung vor sich geht mit mir, wenn ich in mein Lametta-Disco-Jäckchen schlüpfe, bin das dann auch noch ich? Ja, natürlich. Aber es ist ja natürlich, es geht ja immer darum, dass man sozusagen aus seinen Konzepten rauskommt. Ja, und man lebt mit seinen Konzepten und dann, keine Ahnung, wenn man sich dann verkleidet, dann ist das halt so ein toller Trick, um da auszusteigen. Es wäre ja auch schade, wenn ich es nicht wäre, weil diese selbstbewusste, rheinländische, laute Schunkelseite, die ich dann auch sehr mag und zeige, ist ja dann doch auch, also auch das kostümierte Ich ist ja mein Ich. Absolut. Also ich meine, das ist halt immer so über Bande. Es gibt ja noch andere über Bande. Es gibt ja viele Leute, die lesen Horoskope. Und das wäre, als wenn du mich fragen würdest, ist das Horoskop wahr oder nicht? Ja, das ist doch vollkommen wurscht, weil das steht dann zum Beispiel irgendwie, ja, morgen musst du im Beruf du musst mal für dich einstehen und so weiter, ja? Ja. So, und, und man weiß ja, dass es, man kann entweder so verhandlungsbereit sein oder auch zurückhaltend sein und Erfolg haben oder man steht für sich ein und ist erfolgreich, weil es gibt ja kein richtig und kein falsch. Da steht aber in diesem Horoskop, morgen soll man auf die Kacke hauen. Ja, und dann denkt man, ach, und in dem Moment merkt man, dass man Lust dazu hat. Weil das irgendwie so, weil das so ein Trick über die Beine ist, ach, das auf die Kacke hauen, ja, das mache ich, das ist so, die können was erleben morgen. Ja, und in dem Moment merkt man Lust, was man sich vielleicht verbietet, weil man irgendwie so sitzt, ja, man soll ja auch nicht so fordernd sein, man soll so, was weiß ich, was einem alles im Kopf umgeht. Und so ist dieses Kostüm, also man steigt aus. Man steigt aus und woanders wieder ein und ist aber immer noch man selbst. Man hat nur eine Facette entdeckt.
Genau, man hat eine Lücke geschaffen, genau. Also es ist so, wie ich prophezeit habe, ich fühle mich besser das ist super. Als vorher. Ich habe viel gelernt und ach, ich freue mich, dass ich neidisch bleiben darf und noch so vieles mehr und möchte mich herzlich bedanken für dieses ermutigende Gespräch zum So-Sein und zum So-Bleiben, wie ich bin. Herzlichen Dank. Ja, ich habe mich auch gefreut und ich würde dich gerne interviewen, weil ich weiß ja gar nichts besser. Ja, genau. Das sage ich auch immer von mir und das meine ich auch so. Ich bin auch keine Ratgeberin. Ich sitze mit im Boot und weiß auch nicht, wo es lang geht. Und das allein, finde ich, schon ist ein angenehmes Gefühl, dass man damit nicht alleine ist. Ja, das finde ich ein toller Abschluss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in 2 Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko. Wondery's new podcast, Blame It on the Fame, dives into one of pop music's biggest controversies. Milli Vanilli set the world on fire, but when their adoring fans learned about the infamous lip-syncing, their downfall was swift and brutal. With exclusive interviews from frontman Fab Morvan and his producers Frank Farian and Ingrid Segee, this podcast takes a fresh look at the exploitation of 2 young Black artists. Follow Blame It on the Fame wherever you get your podcasts. You can listen to Blame It on the Fame early and ad-free by joining Wondery Plus.